Servus zusammen und ein herzliches Hallo an alle Bergliebhaber, Gipfelstürmer und die, die es noch werden wollen. Wir sind heute unterwegs gewesen, einer ganz gemütlichen Tour auf den Heuberg und die Wasserwand nebendran, ca. 1350 Meter Höhe. Die Wanderung auf den Heuberg ist eine ganz normale, gemütliche Familienwanderung. Auf die Wasserwand geht ein kurzer, knackiger Klettersteig. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, wie die ausschaut und auch für wen und für was dieser Kanal sein soll, dann bleibt dran. Ja, servus, guten Morgen. Franz und ich, wir sind unterwegs in die Chiemgauer Alpen, gestartet am Wanderparkplatz Schwalber. Und heute geht es auf den Heuberg. Und wenn wir noch Bock haben, nehmen wir die Wasserwand auch noch mit. Ja, ihr seht, wenn ihr das hier aufgehen wollt, könnt ihr entweder über Forstweg, über Straße gehen, für die, die es sehr gemütlich wollen. Wenn die Leute ein bisschen spannenderen Weg wählen, kannst du auch hier über so einen Waldweg gehen. Im Endeffekt führen hier alle Wege hoch auf die Alm. So, hier gibt es zwei Möglichkeiten zum Heuberg. Links über die Almen oder rechts über die Rundtour. Wir gehen jetzt erst einmal rechts über die Rundtour. Ganz gemütlich auf dem Forstweg weiter. Oh, schauen wir mal hier, diese Stelle, oh Mann, da könnte man schon ein bisschen Panorama haben rund ins Tal. Schauen wir mal. Ja, sauber. Das ist ein schöner Tiefblick. Lohnt sich. So, und eine kurze Pause, machen wir jetzt gerade den Abstieg vom Heuberg runter zum Heubergsattel. Und für uns geht es jetzt da geradeaus weiter hoch auf die Wasserwand. Ja, da sieht man schon mal kurz so ein bisschen den Routenverlauf. Geht's da gerade und da auf wie. Sauber abgespeckt hier der Fels.
Kleiner Tipp für alle Einsteiger, die vom Bergwanderer zum Bergsteiger werden wollen und sich im Klettergelände ausprobieren wollen. Wenn es euch sicher fühlt, probiert es ruhig. Solche Stellen, die mit Drahtseil versichert sind, so gut es geht, ohne das Drahtseil zu machen. Das ist ein super Training für Dreipunkthaltung, für die Erfahrung und fürs Sehen, welche Tritte, welche Griffe ihr nutzen könnt. Und ihr seht es ja hier an der Stelle. So schwer ist das jetzt nicht, als dass man das jetzt nicht auch ohne Seil gehen könnt. Schlimmstes Stück haben wir schon hinter uns. Jetzt geht's hier ganz gemütlich im unteren Ansaal. Gipfelkreuz! Juhu! So, kurzer Rückblick am Heuberg, da kommen wir her. Hier könnt ihr auch schön oben ins Tal schauen. Unten auf die Daffner Alm. Da gehen wir dann gleich hin. Auf eine wohlverdiente Halbe. So, und da gibt es jetzt noch mal ein bisschen ein Gipfelpanorama für euch. Da drüben schauen wir an Wendelstein. Und runter Richtung Inntal Rosenheim. Simsee. Chiemsee. Auf der anderen Seite drüben die Hochries. Hier hinten der Geigelstein. Spitzstein. Ganz da im Hintergrund geht es Richtung Loferer Steinberge. Und in der Theorie, ich weiß nicht, ob man es jetzt auf dem Video sieht, hat man da hinten einen Alpenhauptkamm und glaubt es mir, da lugt da mal der große Venediger ein bisschen hervor. Zur Gipfelpause geht es wieder an Abstieg von der Wasserwand. Geht es jetzt hier nochmal erstmal ganz gemütlich in ein bisschen Einserschrofenkletterei abwärts. Von unten in der Drahtseilstelle packe ich euch dann wieder auf die Halterung. Ja. Ja.
Ja, also wenn man hier ganz langsam konzentriert rückwärts obi geht, dann ist das schon super machbar für euch. So, ich glaube, das war schon das schlimmste Stück. So, und raus aus dem Gröbsten. Sind wir raus aus den Schwierigkeiten. Seht ihr, Wasserwandabstieg, da kommen wir her. Seht ihr noch ein paar Leute da oben in der Turnerei drin. Also ist jetzt, wenn man klar ein bisschen Erfahrung hat und schon ein paar Touren gegangen hat, ist das überhaupt nicht schwarz im Gehen da oben. Es ist ein bisschen zum Aufpassen, weil es teilweise extrem abgespeckt ist. Das ist eigentlich meiner Meinung nach so die größte Schwierigkeit da oben. Wenn das nicht so war, war das eine super Genusskletterei. Aber ja, passt einfach auf, wenn sie da auf ihren Obi geht. Wir sind dann jetzt hier am Sattel bzw. auf dem Plateau kurz vor der Daphneralm. Den gröbsten Abstieg oben von der Wasserwand von Heuberg jetzt schon geschafft. Ja, wenn ihr bis hierher am Video durchgehalten habt, sage ich schon mal Dankeschön soweit. Ja, für wen soll der Kanal hier sein? Mein Kumpel, der Franz und ich, wir sind dieses Jahr schon unheimlich viele Touren gegangen. Ich weiß nicht wie viel, 30 oder sowas locker, war auch ein super Sommer. Und gerade in der Turnvorbereitung habe ich sehr viel gewinnen können durch die YouTube-Videos von anderen Bergsteigern und Berggehern. Und ich will natürlich da ein bisschen der Community auch was zurückgeben und auch die Touren, die ich gehe und die wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch gehen werden, ein bisschen filmen und dokumentieren. Weil ich bin der Meinung, je mehr verschiedenes Material zu einer Tour vorhanden ist, desto besser kannst du individuell die Tour planen. An der Stelle wäre auch jetzt der Tipp, der erste Tipp für Turmplanung, zieht es immer mehr als eine Quelle zu Rate. Schaut es in ein Buch ein, lest die Turnbeschreibung, schaut euch Bilder an, schaut euch Videos an. Auf die Art könnt ihr gerade bei ein bisschen schwereren Touren am besten beurteilen, ob ihr die Tour schafft oder nicht. So, und da haben wir das nächste Ziel erreicht. Schöner Blick hier auf die Daphneralm. Ja, dann zum zweiten will ich mit dem Kanal auch ein bisschen was für die Leute filmen, dokumentieren und tun, die schon ein bisschen Erfahrung mit normalen Bergwandern haben und vielleicht mit dem Gedanken spielen, den Schritt vom Bergwanderer hin zum Bergsteiger, also in ein bisschen felsigeres, hochalpines Gelände mit Freikletterstellen bis zweiten Schwierigkeitsgrad. Für alle die, die den Weg gehen wollen, werde ich dann auch noch eigene Playlist erstellen mit ein paar Vorschlägen für Einsteigertouren, mit denen ihr euch super an das Gelände rantasten könnt. Kleines Turnfazit. Ich glaube, zum Heuberg muss man nicht viel sagen. Der ist ja hinlänglich bekannt. Eine super schöne Familientour. Bei so einem Wetter wie heute am Sonntag natürlich ist da entsprechend viel los. Das trübt aber das Gipfelerlebnis und die Aussicht oben natürlich nicht.
die Wasserwand direkt nebendran, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Da muss man schon ein bisschen wissen, was man macht. Mit dem Klettersteig ist nicht zum Spaßen. Ihr könnt es aber auf alle möglichen Art und Weisen gehen. Also wer ganz unsicher ist, nimmt das Klettersteig-Set auf jeden Fall mit. Das schadet nicht. Für die etwas sicheren, ohne Set auch auf jeden Fall machbar, mit oder ohne Stahlseil. Ihr müsst nur tierisch aufpassen mit dem abgespeckten Fels. Das ist echt ein bisschen gefährlich. Aber wer damit umgehen kann, definitive Empfehlung. Macht Spaß. Ja, in dem Sinne, wenn euch die Tour soweit gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Wer gespannt ist, was noch an weiteren Touren kommt, auch gerne ein Abo da lassen. In dem Sinne, Servus und bis zum nächsten Mal. Überraschung, noch mehr Weg. Sack Zement. Ich sehe den einen Tritt nicht. Komm doch hier. Da unten, jetzt. Ach. Sauber, früh Herbstlauf da drinnen.